Einerseits ist es so, dass die Prozesse durch Medien vermittelt werden. Also der direkte Kontakt zwischen Betreuer und Studierender oder Lehrenden und Studierender oder eben halt einem Übungsleiter und den Studierenden geht so in der Unmittelbarkeit verloren und es gibt ein Medium, was dazwischen ist. Das ist immer Informationstechnologie, die dann dazwischen tritt. Und man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass das bedeutet, dass andere Faktoren, die jemand anders bestimmt hat, möglicherweise diesen Kommunikationsprozess beeinflussen kann. Es gibt Dinge, die eben halt dann im Design dieser Werkzeuge möglicherweise so gestaltet sind, dass sie eher stören, als dass sie helfen. Das wären schlechte Werkzeuge. Da muss man eben halt sehen, dass man die durch bessere Werkzeuge ersetzt oder eben halt diese Werkzeuge anders konstruiert. Das wären so die wesentlichen Herausforderungen, die ich da sehe. Also eben halt einmal jetzt sozusagen diese, dass eine größere Entfernung entsteht zwischen den handelnden Personen. Einerseits, andererseits eben halt, dass die Werkzeuge nicht gut genug sind, dass man da eben halt dann in eine Sackgasse kommt an der Stelle und eigentlich bessere Werkzeuge konstruieren müsste, was irgendwie auch teuer ist und nicht immer möglich ist an der Stelle. Also wichtig dabei ist eben halt, dass Fachdisziplinen und Fachdidaktiken mit Softwareentwicklern und Technologen zusammenarbeiten, damit eben halt funktionierende und gute Lösungen dabei entstehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass dieser Dialog auch gestaltet wird, um eben halt zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Die Potenziale sind, glaube ich, sehr groß, wenn man sie versteht, zu heben. Die sind im Bereich, dass wir personalisierte, individualisierte, zeit- und ortsunabhängige Lehre anbieten können. Mehr Aufgaben, individualisiertes automatisches Feedback, das sind die Dinge, die eben halt im Moment sozusagen das Thema im Bereich der digitalen Lehr- und Lernunterstützung darstellt. Und das hilft eben halt Herausforderungen, insbesondere bei großen Veranstaltungen, die bisher irgendwie gar nicht individualisiert irgendwie abgehandelt werden konnten. Weiß nicht, Veranstaltungen mit 1000 Teilnehmern oder so, da Kleingruppenübungen zu machen, ist irgendwie nicht wirklich machbar. Und da kann man doch ein bisschen helfen an der Stelle, dass man da weiterkommt. Ich glaube nach wie vor daran, dass eben halt die Präsenzuniversität einen wichtigen Stellenwert in unserer universitären Landschaft hat. Es geht darum, eben halt die guten Aspekte der traditionellen Lehre mit den guten Aspekten der digitalen Lehre so zu verbinden, dass eben halt insgesamt ein Mehrwert entsteht. Ich glaube, dass eben halt für die Akquisition von Wissen, Verarbeitung, Transformation von Wissen, eben halt das Wissen selber etwas in den Hintergrund tritt und dafür die Kompetenz, das alles zu tun und eben halt vernünftig zu tun, immer stärker wird, eine stärkere Bedeutung gewinnt an der Stelle. Das heißt also, ich muss meine Werkzeuge kennen. Ich muss meine Datenquellen kennen, ich muss wissen, was es bedeutet, meine Rohdaten in verarbeitbare Daten, darstellbare Daten, kategorisierte Daten irgendwie umzuwandeln. Und das ist, sagen wir mal, sozusagen Meta-Wissen über diesen Prozess, um eben halt von bestimmten Fakten, die ich über Experimente festgestellt habe oder Befragungen oder Beobachtungen, dann eben halt das transformiere in Wissen, was dann hilft, Entscheidungen zu fällen oder so. Und diese Kompetenzen sind nicht nur für das Studium wichtig, sondern eben halt auch für das Berufsleben hinterher.